Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Installation von Du musst. Diesmal muss ich. Genau. Für alle, die es nicht gesehen haben, ganz neue Kategorie. Zweites Video jetzt. Erstes Video war, Kerstin sagt, du musst Mama Mia gucken. Jetzt kommt der Umkehrschluss. Wir wissen nicht, ob wir das so beibehalten, wahrscheinlich nicht, aber jetzt machen wir das erstmal so. Einmal machst du einen Vorschlag, einmal mache ich einen Vorschlag. Und wie ihr wahrscheinlich auch schon im Titel gesehen habt, heißt das heute Video, Fabio sagt, du musst Rambo gucken. Ja. Jawohl. Ich musste Rambo gucken. Wir haben mit einem Chick-Flick angefangen, gemeinhin als solcher bekannt. Und gehen dann natürlich, müssen wir auch dem, um dem gerecht zu werden, mit einem Dickflick starten. Okay. Und was eignet sich da besser als Rambo? Oder überhaupt Stallone wahrscheinlich. Überhaupt, in meiner Welt sowieso Stallone. Rocky konnten wir leider nicht nehmen, was ja meine Lieblingssage ist. Aber das haben wir schon vor ein paar Jahren, das haben wir schon vor geraumer Zeit gemacht. Ich sag nur so viel, sie war diejenige, die gesagt hat, gucken wir den nächsten Teil, ich will wissen, wie es weitergeht. Das ist der Grund, warum ich diese Frau auch so liebe. Oh. Unter anderem, möchte ich bitte auch betonen, unter anderem. Oh je. Es wird ein emotionales Video heute, habe ich das Gefühl. Aber wir kommen dann halt zum naheliegendsten danach, da ich ja in einer dualen Götterwelt lebe. Der unantastbare Sly und der geduldige Dolf. Geduldige Dolf? Der geduldige. Der geduldige Dolf. Nein. Der geduldige Dolf, das sind meine zwei Actiongötter. Sylvester Stallone und Dolph Lundgren. Und, Entschuldigung. Das macht nichts. Der geduldige Dolf. Der geduldige Dolf, ja. Seht ihr. Und da soll nochmal jemand sagen, Actionfilme machen das Gehirn weich. Naja. Also, wir haben uns Rambo vorgenommen. Bei Mama Mia haben wir auch eine kurze Zusammenfassung gemacht. Ja. Mache ich jetzt auch eine, denn das Drehbuch von Rambo war sicherlich nicht viel dicker als das von Mama Mia. Da wird nicht viel geredet, ne? Nee. Ist kein wirklich dialoglastiger Film, nein. Ja. Aber grundsätzlich, oder sagen wir mal, der Plot ist genauso dünn wie bei Mama Mia. Also im Großen und Ganzen, es geht darum, Sylvester Stallone alias John Rambo kommt nach dem Krieg auf der Suche nach ehemaligen Kameraden. Vietnamkrieg, jawohl, nach dem Vietnamkrieg. Wir schreiben nämlich das Jahr 1982, in dem der Film entstand. Und ich glaube, es soll auch in der Zeit spielen. Wäre er in Ordnung? Also würde ungefähr, also würde mindestens hinkommen. 7 Jahre später, ne? Wenn man so nach dem geht, was er erzählt. Ach ja, ja okay. Ja, gut. Stimmt. Egal, auf jeden Fall nach dem Vietnamkrieg. Sylvester Stallone kommt aus dem Krieg, ist auf der Suche nach alten Kumpanen, stellt aber fest, dass eigentlich alle aus seiner Kompanie gestorben sind. Er wandert ein bisschen durch die Gegend, kommt in ein kleines Kaff, wo er eigentlich nur was essen will und trifft dort auf den Dorfscheriff, der ihm sofort klar macht, dass sie solche Leute wie ihn in dieser kleinen, beschaulichen und wie er selber sagt, langweiligen Stadt nicht haben wollen. Und fängt im Großen und Ganzen an, ihn mit Hilfe auch seiner Mitdorfpolizisten zu schikanieren. Und so wie Charles Bronson in seinen Death Wish-Filmen schon ein Privatmann war, der sich gegen mangelnden Justizaufwand als Privatmann gewehrt hat, so wehrt sich auch John Rambo gegen diese Schikane. Einziger Unterschied ist, der Mann ist ein Kriegsveteran und Kriegsheld. Höchst dekoriert, Green Beret, Spezialeinheit. Und ich finde halt, der Satz, den sein Ausbilder irgendwann sagt, der Satz, den einer dieser Polizisten, während sie ihm im Wald hinterherlaufen, sagt, wir ihn jagen, der jagt uns. Mhm. Darauf läuft's hinaus. Ein Mann wird grundlos schikaniert und wehrt sich. Das ist es im Großen und Ganzen.
Genau. Habe ich was vergessen? Irgendwas, was dir noch einfällt? Naja, der hat halt, also er, was heißt, er wehrt sich, er wird halt zurückversetzt in seine Vietnamzeit, in der er auch gefoltert und gefangen genommen wurde, etc. Stimmt, ja. Und hat natürlich so ein bisschen einen Schuss weg davon und brennt, also dem brennen halt die Leitungen durch, als er schikaniert wird. Und deswegen bauscht sich das Ganze tierisch auf natürlich. Also das ist, ja. Ja. Ja, kleinen Flashback kriegt er schon, muss man schon sagen. Klein. Ja. Ja. Ist halt so, ne? Ja, ein stundenlanger. Ja. Ja, gut. Ich im Grunde übergebe ich jetzt an dich. An dich, okay. Ja, ich kann auch noch kurz sagen, aber ich würde sagen, es ist du, Fabio sagt, du musst Rambo gucken. Okay. Also musst du jetzt sagen, wie er bei dir angekommen ist. Komisch, das gleiche Gesicht habe ich bei Mama Mia auch am Anfang gezogen, glaube ich. Du hast immer gekommen. Stimmt, ja. Boah, ich weiß nicht. Also es ist nicht meins einfach, ganz klar. Also ich bin kein Fan von diesen Action-Bum-Bum-Sachen. So. Obwohl das geht. Also ich meine, es gibt Filme, die finde ich auch unterhaltsam. So. Die Expendables fand ich auch unterhaltsam. Der ist halt nicht unterhaltsam, wegen dem dramatischen Hintergrund. Ne? Also deswegen okay. Ist er natürlich kein Spaßfilm. So wie Expendables halt irgendwo ein Spaßfilm ist. Ne? Ich meine, die drücken sich ja auch die ganze Zeit Sprüche und so. Und das ist natürlich, ja. Das fehlt natürlich hier, weil Rambo ist ja ganz alleine. Er hat ja keinen, dem er irgendwelche Sprüche drücken kann. Ja. Wobei man vielleicht nochmal kurz sagen muss, wir reden explizit wirklich über Rambo 1, über den ersten. Genau, Teil. Nicht wir über das blaue Licht, sondern Rambo 1. Nicht über 2 oder 3, das blaue Licht ist 3 sogar, aber... Geht nur explizit um Teil 1, sorry. Gut, ich fand so die grundsätzliche Story, finde ich schon interessant und ich wusste oh ja, ungefähr, worum es geht. So, ich hatte den halt noch nie gesehen, aber ich wusste, dass das so ein bisschen... Man kommt ja nicht dran so vorbei. Eher gesellschaftskritisch auch ist, ne? Ich fand, er dauert 89 Minuten und ich habe die ganze Zeit auf die Uhr geguckt. Das habe ich schon gemerkt. So, ich hab immer geguckt, so, der geht erst 35 Minuten. Oh je, noch eine ganze Stunde. Also das spricht nicht unbedingt dafür, dass ich den Film natürlich gut fand jetzt. Ich finde, Sylvester Stallone macht wirklich ein paar gute Sachen. So, also schauspielerisch einfach so. Also ein paar schöne Szenen dabei, die ich ihm abnehme. Und ich meine jetzt auch nicht nur das Ende, sondern auch den Anfang. Wie er da stand bei der Frau da. Also wo die ihm sagte, dass sein Kollege halt gestorben ist. Der letzte, von dem er vermutet hat, dass er vielleicht dass noch lebt. Dass er noch lebt, ja. Genau. So, das habe ich ihm auch abgenommen. So eine ganz ruhige Szene. Ist ein ganz ruhiger Typ eigentlich, ja. Und dieses ganze Action-Bum-Bum, was dann losgeht, was ja wirklich eine gute Stunde dann dauert, das war einfach... Also es war... Da war halt auch so viel unrealistisch und einfach so viel übertrieben. Und immer diese... Ich dötsch so ein Auto an, so dötsch... Ja, ganz grauenhaft. Oder auch mit dem M16 oder was war das? Na, haben sie gesagt, in der Hand so. Ich kenne mich mit Waffen nicht aus, aber sie haben gesagt, es ist ein M16, ja. Also was auch völlig unrealistisch ist, die Dinger kannst du ja nicht aus der Hand feuern. Das geht ja einfach nicht. Also, selbst wenn du Rambo bist. Also Rambo hat so ein bisschen anscheinend Superman-Status ja auch. Hat er? Na, ich sag mal so, Rambo ist sicherlich genau so ein übertriebener Actionheld, wie es ein James Bond ist. Ja, gut. Weißt du, ja. Also auch so, so mit sagen wir mal, einigermaßen realistischen Hintergrund, also Supersoldat, Spezialeinheit, wirklich gut in seinem Job, ist bei James Bond das Gleiche. Mhm. Ne? Geheimagent, Spion, sehr, sehr gut in seinem Job, aber... Die Sachen, die in James-Bond-Filmen passieren, da es ja Actionfilme sind, sind auch übertrieben unphysikalisch in vielen Fällen und auch unrealistisch. Also insofern würde ich sagen, ja, es sind beides so, super, sagen wir, Action-Übermenschen. Ja, genau. So. Ja, also da waren schon so ein paar Sachen dabei. Aber dann auf der anderen Seite wieder, wo ich auch
lachen musste, weil ich das bescheuert fand, fällt er da eine Treppe runter und hat Angst vor Ratten, weißt du? So, dann denke ich mir so, oh, ich bin Rambo, ich bin der harte Mann. Ah, nee, also das war mir alles ein bisschen... Die Ratten haben ihn gebissen und sind krankheitsübertragend. Radioaktive Ratten. Wahrscheinlich. Und das war eine verrottete Mine, also die Holztreppe, die heruntergefallen ist, war ja auch morsch und so. Er war ja auch verletzt. Er war verletzt, ja. Also war so ein paar Sachen dabei, die heutige Actionhelden zum Beispiel einfach, oh, zack, so, na, mach ich mal am Vorübergehen. Und das war halt irgendwie inkonsequent vielleicht einfach, oder weil wir es heute anders kennen. Na? Also heute fallen ja keine Treppen mehr runter. Wenn die Übermenschen sind, dann sind die Übermenschen. Hm. Ja, ganz, also fand ich dann irgendwie sehr schlimm teilweise. ich fand den Endmonolog ganz cool, ganz toll auch im Zusammenspiel mit dem, Colonel war der? Colonel Troutman, ja. Colonel Troutman, so, den fand ich sowieso irgendwie ganz cool, muss ich sagen. Ja, der war irgendwie so ein ganz ruhiger, komischer Typ, wo du genau weißt, da geht viel ab hinter dieser Maske. Auch toll gespielt einfach. Der macht auch der Richard Crenna. Also Colonel Troutman ist Rambos, für diejenigen, die es nicht wissen, ist Rambos Vaterersatz, Ausbilder, Freund und Kupferstecher. Also eigentlich Rambos eigentlich einzige Bezugsperson, ja, kann man sagen. So der Mentor halt. Ja, ne? Also, vor allem jetzt. Der war auch mit in Vietnam, also der hat die gleiche Scheiße erlebt und so. Vor allem jetzt, wo halt seine ganzen anderen Kumpanen offensichtlich tot sind, ist er Rambos letzte Bezugsperson. Genau, ja. Und den fand ich gut. Diesen furchtbaren Sheriff halt auch, also den will man halt auch hassen. Ja. Das ist halt wirklich auch ein Arsch und das ist natürlich dann auch wieder Respekt an den Schauspieler, der das so spielt. Moment, ich muss niesen. Ich mache eine kurze Überleitung. Ich glaube, ich bin damit auch soweit durch. Ach so, bist du schon? Ich glaube schon, ja. Also vielleicht fällt mir noch was ein, aber... Okay. Gut, dann... Während Kerstin sich verabschiedet, führe ich das Ganze dann jetzt weiter. Ich finde es interessant... Was du jetzt so gesagt hast, weil ich auch zugeben muss, ich bin ein Stallone-Fan, insofern kann Stallone bei mir nichts falsch machen. Ich liebe seine Filme, ich bin mit den, wie gesagt, die Rocky-Filme sind meine absoluten Lieblingsfilme, also es ist wirklich diese typischen Filme, wo, die ich einfach immer gucken kann, immer. Die auch, wenn sie im Fernsehen laufen, ich bleibe hängen, jedes Mal, egal wer. Man nennt das auch Lieblingsfilm. Lieblingsfilm, genau. Bis auf Teil 5. Das muss ich jetzt... Den gibt's auch gar nicht, oder? Den gibt's nicht, nein. Den hat's nie gegeben, den fünften Teil. Nein, Teil 5. Teil 4 ist der mit Ivan Drago. Ach so, ja, stimmt. Fang nicht an, mit mir über Rocky zu diskutieren. Da ziehst du den kürzer. Nee, es ist der fünfte Teil, den aber auch alle den alle hassen. Sogar Stallone selber findet ihn nicht gut. Also insofern ist das auch legitim. Also ich bin ein Stallone-Fan. Aber mir ist natürlich auch bewusst, dass die mit guten Filmen nicht zu verwechseln sind. Also es ist halt wirklich so, dieser gesellschaftskritische... Ich finde halt, zumindest der erste Teil von Rambo wird oft ein bisschen unter Wert verkauft, eben aus den Gründen, die du eben auch gesagt hast. Denn es gibt durchaus einen sozialkritischen Ansatz, dass die Vietnam-Veteranen nach Hause gekommen sind und angespuckt worden sind, weil auf einmal alle gesagt haben, also die haben das Land verteidigt, aus welchen Gründen auch immer, das sei mal dahingestellt, aber weil halt wirklich gesagt wird, oh, ihr seid Mörder und Vergewaltiger und Kindermörder und wir wollen euch hier nicht und ihr habt getötet und... Die haben sich das ja nicht ausgesucht, da hat ja jemand da oben gesessen und gesagt, ja, auf, wir gehen mal nach Vietnam. Und das war so. Machen wir uns nichts vor, der Rambo ist nicht geboren am 4. Juli oder irgendwie sowas oder es ist kein Pate oder kein Platoon oder sowas. Aber der grundsätzliche Ansatz davon ist halt da und das finde ich ganz gut. Es gibt eine Message irgendwo, die zum Beispiel Teil 2 und Teil 3 halt nicht mehr haben. Weil der Plot von Rambo 1 ist vielleicht ein bisschen kurz, aber der Plot von Rambo 2 und 3, ich kann mal kurz zusammenfassen,
Plot Teil 2. Ja, es gibt noch Leute, die in Vietnam festsetzen, sitzen, du bist unser bester Mann, geh hin, hol sie raus. Das war's. Mhm. Also es ist noch dünner. Und in Teil 3 ist das nicht anders, nur dass es in Afghanistan, glaube ich. Echt? Ja. Es ist dasselbe. Und der vierte Teil, der jetzt nach Jahren nachgeschoben wurde, war das gleiche in Kambodscha. Nee, in Birma. Nagelt mich nicht drauf fest, das weiß ich jetzt nicht so. Aber das ist es halt. Und deswegen ist Rambo 1 hat da so ein bisschen... Es ist ein bisschen wie bei den Rocky-Filmen. Da ist es auch so, dass die ersten zwei Teile, würde ich sagen, noch irgendwie so diesen Aufstieg dieses Gossenboxers zeigen und danach wird es nur noch ein Actionfilm mit Boxhandschuhen. Mhm. Und bei Rambo ist es eigentlich ähnlich. Am Anfang gibt es noch eine Message irgendwo, die dann zu einem Actionfilm sich wandelt und die Nachfolger sind dann nur noch Actionfilme. Ich muss auch sagen, ich finde es interessant, dass du das jetzt gesagt hast, weil ich das jetzt, es ist eine Weile her, dass ich den ersten Teil gesehen hatte, also habe ich auch jetzt ein paar Jahre nicht mehr gesehen, habe ihn jetzt wieder gesehen und du sagtest eben, der Film ist halt teilweise in sich etwas inkonsequent. Und ja, also das hatte ich so gar nicht mehr auf dem Schirm, aber das ist er, weil er sich teilweise halt nicht so wirklich entscheiden kann, ist es jetzt ein sozialkritisches Drama mit Action-Elementen oder ist es ein Actionfilm mit eingestreuten sozialkritischen Statements, sage ich jetzt mal. Denn ab der Zeit, wo die Action anfängt, fangen auch so ein bisschen die Markenzeichen an, für die Teil 2 und Teil 3 bekannt sind. Diese One-Liner, diese coolen Sprüche, die losgelassen werden. Fängt an mit Colonel Troutman, der halt einfach sagt, der Junge hat gelernt zu essen, wovon eine Ziege kotzen würde und Schmerz und Kälte zu ignorieren und ich will ihn nicht vor euch beschützen, ich will euch vor ihnen beschützen. Mhm. Das ist so ein One-Liner. Beziehungsweise dann auch teilweise diesen Galgenhumor, den Teil 2 und Teil 3 sehr haben, gab es auch einen, nämlich dieser Satz, als er diesen LKW-Fahrer da, diesen LKW-Soldaten rausgeschmissen hat. Ja, wo er gesagt hat, guck nicht auf mich, guck auf die Straße, so passieren Unfälle. Das ist so ein Spruch wie in Teil 3, wenn er mit Colonel Troutman irgendwie auf der Düne steht und Colonel Troutman fragt, was machen wir jetzt? Also unten steht eine Armada russischer Soldaten und Colonel Troutman sagt, was machen wir jetzt? Und Rambo antwortet, na, umzingeln läuft wohl nicht. Ja. Und das finde ich einerseits interessant, dass das im ersten Teil schon so ein bisschen etabliert wird, unbewusst, mit Sicherheit. Wahrscheinlich, ja. So ein bisschen etabliert wird, aber halt, ja, halt wirklich ein bisschen inkonsequent ist. Der Anfang ist sehr ernst. Die Action, ja, ist übertrieben. Man stolpert auch in dem Film über viele Actionfilm-Stereotypen einfach. Also Autos fliegen in die Luft. Wenn ein Auto in das andere Auto reinfährt, fliegen die auch beide direkt in die Luft. Rambo setzt irgendwann eine Tankstelle in Brand, um eine Brücke zu blockieren und prompt fangen auch alle Autos irgendwie im ganzen Umkreis an, Feuer zu fangen, wo ich mir dachte, oh, die müssen aber alle irgendwie mit einer Lunte vorher schon verbunden gewesen sein oder sowas. Das passiert. Ja, klar, Rambo ist ein Übermensch. Wie ich eben schon gesagt habe, ist James Bond auch, sind einige andere Superhelden, Übermenschen, sagen wir, Superhelden ist immer direkt so Superman, Spider-Man. Ja, genau. Also sagen wir solche Leute wie wie ich ja gesagt habe, James Bond oder The Transporter oder sowas, der hält auch mehr aus, als ein normaler Mensch aushält. Aber James Bond ist eigentlich schon ein Paradebeispiel. Ja. Er trägt halt nur einen Anzug und hat ein schöneres Auto. Aber das passiert halt und es passieren halt auch so typische Fehler. Rambo kapert einen Lastwagen, also die Handlung fängt an in der Stadt, dann fliehen sie in die Berge und in die Wälder mit einem Motorrad und mit einem Auto und das ist eine Fahrt von 3-4 Minuten. Als das alles in den Wäldern geregelt ist, geregelt, in den Wäldern vorbei ist, geht Rambo zurück in die Stadt. Zum Showdown. Zum Showdown, genau. Geht Rambo zurück in die Stadt. Kapert halt diesen Waffentruck und fährt zurück. Er fährt los im Hellen und kommt in der Stadt an im Dunkeln. Genau. Wo ich dann auch da sitze und denke,
verdammte Scheiße, so weit war die Stadt doch gar nicht weg von dem Wald. So, also wie lange ist der gefahren? Ich ein paar Mal im Kreis gefahren. Genau, oder wie langsam ist er gefahren? Ja, genau. Und dann, hieß nur 30? Genau. oder halt diese Sachen, dass man weiß, dass die amerikanischen Polizeiwagen gut motorisiert sind, damit sie eben an Verfolgungsjagden teilnehmen können. Jetzt setzt sich einer von diesen hochmotorisierten Wagen vor den Truck von Rambo und er schafft es trotzdem, indem er noch beschleunigt, den von hinten anzubumpen, was rein theoretisch nicht möglich ist. Aber das sind so typische Actionfilm-Versatzstücke. Und die waren halt 1982 auch noch nicht so ausgelutscht, wie sie das heute sind. Natürlich. Ja, natürlich. Das ist klar. Das darf man nicht vergessen. Genau, man darf nicht vergessen, dass diese Filme, sei es Rocky oder Rambo, auch immer Zeugen ihrer Zeit sind. Ja, 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 ja. Aber es stimmt schon. Also es ist halt inkonsequent. Es ist ein übertriebener Actionfilm im Großen und Ganzen. Ja, es ist halt so, Sachen werden etabliert. Ich schätze mal, diese coolen Sprüche sind dann halt auch so gut angekommen und die Action ist so gut angekommen beim Publikum, dass, ja, natürlich, die Menschen wollen auch Geld verdienen, vor allem die Produktionsfirmen, dass dann die Fortsetzungen halt sich darauf konzentrieren, so wie es bei Rocky auch war. Ja, und schon sind diese Action-One-Liner etabliert, ne? Auf denen dann im Endeffekt Sylvester Stallone und Dolph Lundgren und Steven Seagal und Arnold Schwarzenegger komplette Karrieren aufgebaut haben. Ein übermenschlicher Typ, der in übergroßen Action-Szenen immer noch einen coolen Spruch auf den Lippen hat. Darf man nicht vergessen. Ich liebe es, ich finde es großartig, ich weiß, dass es kein gutes Kino ist, aber es ist Unterhaltung. Und das Schlimmste, was ein Film halt machen kann, ist nicht unterhalten. Und das, gut, bei dir war es jetzt ein bisschen zwiespältig, weil du ihn halt lang fandst. Aber auch das muss ich sagen, ja, der Film hat seine Längen. Obwohl er nur 89 Minuten lang ist, hätte man das ein oder andere noch einkürzen können. Ja, ich weiß auch nicht, warum mir das so vorkam, aber der war streckenweise einfach langweilig. Ja. Da fehlt ja irgendwie Spannung, ne? Also es ist einfach dieses... So weit würde ich jetzt nicht gehen, aber ich verstehe, warum du das so empfunden hast. Kann ich total nachempfinden. Ja. Er hatte seine Längen so. Aber was ich halt jetzt auch ganz gerne noch, und das finde ich schön, dass du es auch angesprochen hast, ich bin ja sowieso als Stallone-Fan auch ein großer Verteidiger dieses Mannes, weil kein Mensch hat so viele goldene Himbeeren gekriegt oder war für so viele goldene Himbeeren nominiert wie ein Sylvester Stallone. Und ich muss auch hier in diesem Film wieder mal eine Lanze für Stallone brechen, was du auch schon getan hast ein bisschen. liebe Leute, ich weiß, Sylvester Stallone ist weder Robert De Niro noch Gary Oldman noch, was weiß ich, ein Christian Bale oder irgendwie sowas, das weiß ich. Aber der Mann ist rein darstellerisch, oder sagen wir wahr, inzwischen ist sein Gesicht ja auch ein bisschen in sich kann das ja nicht mehr so ganz bewegen. Genau. Aber der Mann war rein darstellerisch keine talentfreie Zone. Diesen Zusammenbruch, den du eben erzählt hast, am Ende, wo er halt erzählt, was ihm in Vietnam passiert ist, dass sein Freund vor seinen Augen in die Luft geflogen ist, dass er versucht hat, die Eingeweide drin zu halten, weil er die Beine von seinem Kumpel nicht finden konnte. Und er sitzt da verzweifelt und heult Rotz und Wasser und das kaufe ich ihm ab. Und das berührt mich auch. Er tut mir leid in dem Moment, dass er halt auch sagt, ich hatte da unten, ist auch ein sehr berühmter Satz, ich hatte da unten Verantwortung für Ausrüstung, die eine Million wert war und hier kriege ich nicht mal einen Job als Parkwächter. Ja. Auch eine Tatsache, die damals auch so war. Und dieser Ausraster, dieser Zusammenbruch, dieser Nervenzusammenbruch, den er da am Ende hat, der berührt mich und den kaufe ich ihm ab. Und auch das, was du sagtest am Anfang. Ich sage immer so gerne, ein Sylvester Stallone ist sicherlich nicht der größte Meme, der je unter uns gefeilt ist. Das weiß er auch selber. Der Mann weiß ganz genau, wo er steht, was ich sehr sympathisch finde. Ja. Der weiß ganz genau, was seine Fans wollen und das kriegen sie, das sieht man mit den Expendables-Filmen. Aber wenn Sylvester Stallone sich schämt, sehe ich das. Wenn er enttäuscht ist, sehe ich das. Wenn er sauer ist, sehe ich das. Wenn er wütend wird, sehe ich das. Das kann der Mann zeigen und das ist meiner Meinung nach immer noch mehr, als man von altbekannten Betongesichtern sagen kann, wie einem Arnold Schwarzenegger oder einem Steven Seagal oder auch einem Chuck Norris. Tut mir leid.
Ich weiß, das Shitstorm! Könnte für einen Shitstorm sorgen, aber ich bin wirklich kein großer Chuck Norris-Fan. Es gibt Chuck Norris-Filme, die ich auch mag, aber das sind auch eher die komödiantischen und davon gibt es nicht so wahnsinnig viele. Also kein großer Chuck Norris-Fan und großer Stallone-Fan. Auch ein Stallone war damals auch besser, als es ein Dolph Lundgren zum Beispiel war. Der fängt erst auf seine alten Tage an, ein bisschen zu spielen. Was auch ganz schön ist zu sehen. Und ich finde, halt in diesem Film hat er doch so seine Momente, wie du ja auch schon gesagt hast, was ich sehr schön finde, wo man das doch sieht. Dass er halt wirklich keine völlig talentfreie Zone ist. So. Ja. Und das wollte ich eigentlich, das musste ich erst mal, das musste ich doch mal Schlussplädoyer. Los, das musste ich nochmal loswerden. Ein Schlussplädoyer für Stallone. Für den Mann. Für den alten Silvester. Genau, für den alten, schlecht gelifteten Italiener. Yeah. Ich mag ihn, ich liebe ihn, ich sehe die Schwächen in seinen Filmen, aber ich kann sie wunderbar wegignorieren. Und ja, das könnte ich jetzt noch dazu sagen. Mhm. Also das heißt, ähnlich wie ich bei Mama Mia gesagt habe, ich glaube, ich werde den Film nicht nochmal gucken. Gilt für dich, für Rambo wahrscheinlich. Ich werde auch wahrscheinlich nicht die anderen Teile gucken wollen. Würde ich auch nicht verlangen, weil wie gesagt, ich habe immer gesagt, den ersten musst du sehen, einfach um zu sehen, dass der halt auch anders ist als der Ruf der Rambo-Filme. Mhm. Denn der ruht eher von den Fortsetzungen her. Und für mich ist die Sache jetzt auch erledigt. Ne? Okay. Okay. Das mehr gibt es auch gar nicht dazu zu sagen, würde ich sagen. Also, würde ich auch sagen. Fällt jetzt nichts mehr ein. Alle Filme, die wir hier behandeln, guckt sie euch selber an, bildet euch eure eigene Meinung. Filme sind für verschiedene Zielgruppen. Nicht jeder, sie können nicht jeden Geschmack treffen. Wie gesagt, guckt euch die Filme an. Vielleicht konnten wir euch einen kleinen Eindruck geben. Bildet euch eure eigene Meinung. Und wenn ihr Lust habt, lasst uns eure Meinung wissen. Wir würden uns über Rückmeldungen freuen. Genau. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video.